Herr lieber Martin, drei Fragen. Zunächst, nachdem wir jetzt ja so eine Art Selbsthilfegruppe sind, deine Einsicht in meine Rolle, meine Einsicht in deine Ausgeliefertheit in der Berliner Rolle. Zunächst die Frage, was war denn deine Motivation und Erwartungshaltung auf dem Weg nach Erding? Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du da nicht hingefahren bist, um dich auspfeifen zu lassen. Und wie wäre es denn gewesen, wenn du nicht ausgepfiffen geworden wärst? Wäre deine Beurteilung dann heute im Nachgang dieser Veranstaltung dieselbe? Erste Frage. Zweite Frage, ich lerne ja immer gern von dir, was ist denn dann deine Rolle auf der Bundesebene, wenn der Bundesvorstand nichts zu sagen hat? Für mich wäre einfach wichtig zu wissen, macht es Sinn, mit dir überhaupt zu sprechen über Bundespolitik, oder ist es heute das Münchner Bekenntnis, ich kenne da eh keinen und mir hört da eh keiner zu? Und die letzte Frage, die ist jetzt ein bisschen augenzwinkern gemeint, weil sich der Kollege Dr. Spitzer ja um meine Schlagader kümmern soll. Was mache ich, wenn ich mich im Herbst in Rage rede und die FDP nicht mehr im Landtag ist? Kommt der Kollege Spitzer dann trotzdem und kümmert sich um mich?